Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen im NEOS Lab. Mein Name ist Josef Lentsch, ich bin der Direktor hier. Das NEOS Lab ist ein offenes Labor für neue Politik und die Parteiakademie von NEOS. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr alle heute Abend euch Zeit genommen habt für einen Abend mit Nein Quarterly, Eric Jarosinski, den ich hiermit kurz vorstellen darf. Eric ist ein US-amerikanischer Germanist, der seit 2012 einen Twitter-Kanal unter dem Namen, unter der Persona Nein Quarterly betreibt, mit dem Untertitel A Compendium of Utopian Negation. Mittlerweile hat er 132.000 Follower. Er promovierte 2005 an der University of Wisconsin mit einer Arbeit über Adorno, Benjamin und Krakauer. Der ursprüngliche Anlass, Twitter intensiv zu nutzen, war eine Schaffenskrise, in der Eric nicht in der Lage war, ein geplantes Buch fertigzustellen. Mittlerweile ist ihm das gelungen. Er ist Autor von Nein, ein Manifest. Ein etwas kürzeres Buch, kann man schon mal sagen. Ja. Auf der Frankfurter Buchmesse 2015 wurde ihm der Virenschleuderpreis verliehen. Ein Preis für virales Marketing im Kulturbereich. Wir freuen uns sehr, dass er heute Abend hier ist. Er wird heute Abend über politische Kommunikation sprechen und ich bin mir sicher auch das ein oder andere Wort über die Bundespräsidentenwahl verlieren. Ich werde dann auch gerne ein paar Fragen stellen, aber ich bin mir sicher, ihr habt auch Fragen, Kommentare, Beiträge. Dementsprechend freuen wir uns darauf, dass wir dann das Mikrofon auch im Raum herumgehen lassen. Eventuell gibt es auch Fragen aus dem Netz. Wir streamen das Ganze heute ja wieder und zeichnen auch auf. Falls ihr twittern wollt, der Hashtag für heute Abend ist NeinLab. Damit bin ich auch schon fertig und sage nochmal herzlich willkommen, Eric Jarosinski. Vielen Dank. Danke. So, guten Abend. Was habe ich zur Politik zu sagen? Ich beschäftige mich schon irgendwie mit politischer Kommunikation, vielleicht eher im Bereich, ja, was kann man da sagen, Parodie, Satire vielleicht, also, was natürlich auch politische Kommunikation ist, gerade sehr aktuell ja auch noch. Aber sonst so super qualifiziert bin ich vielleicht eher nicht. Also ich bin vor allem Twitter-Phänomen. Das ist ein komischer Beruf, Twitter-Phänomen zu sein. Viele verstehen das nicht, aber ich habe gesehen, hier in Österreich also habt ihr auch ein Twitter-Phänomen. Und der hat ziemlich weit gebracht. Also ich habe gemerkt, er hat jetzt eine Fernsehsendung gekriegt. Ich glaube aber nicht, dass das Erfolg haben wird, also bei den Gästen kann ich mir das wirklich, wirklich nicht vorstellen, dass es sich durchsetzt, aber ich finde es toll, dass der junge Mann so eine Chance kriegt. Twitter-Phänomen, was bin ich noch? Es hieß gestern Autor, auch schön, da fühlt man sich schon irgendwie halbwegs intelligent, bevor man das Buch liest. Bei dem letzten Besuch in Wien, ich bin dann weggegangen, also mit dem Titel im Gepäck Twitter-Star der Intelligenzia. Bin besonders stolz drauf, aber da habe ich auch gelesen in dem Text selber, Ashton Kutcher der Geisteswissenschaften. Und ich weiß nicht so recht, wie ich das verstehen soll, aber na gut. Jedenfalls fühle ich mich schon etwas geschmeichelt. Allerdings stand ja auch in demselben Text, dass ich, was ich schon wusste, schmal bin, Brillenträger, aber es hieß ja auch, dass ich einen kleinen Sprachfehler habe. Das fand ich ja auch etwas gemein. Aber der richtige Titel ist ja nicht Phänomen, ist ja nicht Autor, sondern und vor allem im bundesdeutschen Gebiet der Twitter-Gott. Könnt ihr ruhig zu mir sagen, aber ich selber bin etwas skeptisch, denn ich bin wirklich schon so ein Anfänger im Vergleich zu den ganz Großen. Also hier ist natürlich Tradition, also Karl Kraus natürlich, er hat unglaublich gut getwittert, sehr viele andere. Aber der beste Tweet aller Zeiten, also wurde ja auch in Wien geschrieben und stammt von
Mozart. Also einige von euch kennen vielleicht den Tweet. Ja, und wer kennt das nicht? Mein eigener Titel heißt eigentlich Failed Intellectual. Versuche ich ja schon irgendwie zu etablieren. So eine staatliche Prüfung gibt es noch nicht, aber demnächst vielleicht. Aber es hat Tradition, wenigstens. Habe ich vor kurzem bekommen von einem Twitter-Follower zugeschickt. Und vor kurzem habe ich auch was Neues gelernt zum Thema Qualifizierung, um irgendwas zur österreichischen Politik zu sagen. Komischerweise steht es in den Papieren von meinem Urgroßvater bei der Immigration oder Emigration, dass er Österreicher war. Ja? Also natürlich hieß das ein bisschen was anderes damals, aber das fand ich ja schon eine nette kleine Entdeckung. Aber noch interessanter ist, der Urgroßvater, habe ich gelesen, der war ja auch ein Failed Intellectual. Der weiß ja auch nicht mehr so recht, wie er es geschafft hat nach Amerika. Insofern geht das schon etwas weit zurück, geht auch weiter. Die Jugend von heute ist ja auch sehr, also wirklich vielversprechend, hoffe ich, dass mein Neffe, der jetzt sein Leben lang an allen möglichen psychischen Problemen leiden wird. Aber ich befinde mich jetzt unterwegs auf meinen Failed Intellectual Goodwill Tour. Was es genau ist, kann ich nicht so genau beschreiben, aber es geht in der Regel schon um verschiedene Themen, unter anderem politische Themen. Macht mich schon manchmal etwas depressiv, aber deshalb freut man sich, wenn man nach Wien kommt, findet einiges, was einen wieder Mut macht, also das gute Essen, klar, also die schöne Donau, die tollen Kaffeehäuser, finde ich immer super. Habe ich auch das letzte Mal sehr gelobt, aber ich finde es immer noch super in diesen Kaffeehäusern. Diese Zeitungssachen, also man kann Zeitung lesen und da ist ja auch ein Selfie-Stick mit eingebaut. Und das finde ich eine geniale Erfindung. Aber auch sehr schön ist es, als Failed Intellectual, wenn man hier ankommt und direkt am Bahnhof, hat man das Gefühl, dass man schon unter Freunden ist irgendwie, bekannte Namen, rechts und links, finde ich super. Der eine oder andere also, heißt ja auch willkommen, auch sehr schön, man kann zu dem alten Therapeuten gehen. Und natürlich ist ja auch was Besonderes, also im Frühling, also in Europa im Allgemeinen, klar, aber vor allem in Wien, also hatte immer das Gefühl, ich fühle mich hier irgendwie wohl. Woran das liegt, weiß ich nicht so ganz, aber heute habe ich ja auch eine Erklärung gefunden. Es geht mit den Depressionen erst richtig los, also in Frühling. Was schön ist, einige Länder, also, es ist schon etwas schwieriger, so das Leben eines Failed Intellectuals zu führen. Also die Schweiz zum Beispiel ist ja schon nicht so sehr gut dazu geeignet. Auch das Wort Nein ist manchmal, kommt etwas schwer über die Lippen. Also manchmal sind die schon etwas bisschen Ja-Sager. Allerdings ich selber muss ich jetzt Folgendes sagen, also meine Beschäftigung mit der Politik hat hier eigentlich sehr wenig mit dem politischen Hintergrund zu tun. Also ich stamme eigentlich eher aus den Geisteswissenschaften und zwar aus der Philosophie zum großen Teil. Also klar, die Liebe zur Weisheit, also, wie man schon weiß. Aber ich, genauer gesagt aus der Theorie, Liebe zur Theorie, genauer gesagt die kritische Theorie, die Liebe zu Walter Benjamin-Zitaten. Und dazu kommt meine heutige Beschäftigung, die Pathologie. Was das jetzt heißt politisch? Ja, ich habe ja kein Programm irgendwie entwickelt für das, was ich mache. Also utopische Negation, sage ich schon manchmal. Halb als Witz, halb auch nicht. Denn zum Teil ist es schon
eine Art Fortsetzung von einem quasi philosophischen Gedanken, in dem ich selber dann Nein gesagt habe zu meinem eigenen Beruf und Werdegang, da ich das Gefühl hatte, es müsste schon irgendwie was Besseres geben oder etwas weniger Schmerzvolles geben. Aber die Frage war dann eigentlich immer, wohin das Ganze führen sollte. Und bin aber auf Twitter dann gelandet. Aber das etwas abstrakt dann beschrieben, denn wie wir wissen, also das Schlimmste, was mit einer Utopie geschehen kann, ist, dass die verwirklicht wird. Und das ist dann die Hoffnung, dass man dann doch weiter bei der Negation bleibt. Veranschaulicht wird das eigentlich eher mit einer kleinen Allegorie. Also ist bekannt, ich glaube, versteht man da schon, also inwiefern die zwei dann sich zueinander halten, Theorie und Praxis. Das andere, sage ich mal, ist meine kleine Definition immer, um das zu erklären, was ich mache. Ich komme eigentlich eher aus der Ecke Komik zum Teil, also das heißt Tragik plus Zeit, das ist so die klassische Definition. Was ich mache, ist schon etwas anderer Gattung, Twitter-Komik, also es kommt eigentlich davon, aber wird auch so ein bisschen anders. Tragik plus Zeit, minus Zeit. Aber ich mache eigentlich eher was in eine noch kleinere Gattung, deutscher Twitter-Comic. Tragik plus Zeit, minus Zeit, minus Comic. plus Hegel, minus Hegel, ja. Ja, auch das letzte Mal wollte ich eine Definition haben für österreichische Twitter-Komik und ich arbeite noch dran, also nicht gefunden. Das wenigstens die Theorie, Praxis sieht in der Regel irgendwie so aus, wie so ein klassisches Beispiel. Also denn ich arbeite dann schon mit Kultur, Kulturvermittlung, glaube ich, heißt das offiziell inzwischen. Und arbeite sehr gerne mit so Marketing-Sprache, mit einer, Adorno würde sagen, geschädigte Sprache, die man eigentlich schon kennt, ja, aber der Trick und der Spaß ist es schon etwas anderes mit dieser Sprache zu machen. Und insofern versuche ich dann schon, die Rhythmen von so Werbeslogans und sowas mit aufzunehmen und etwas anderes damit zu gestalten. Und wie gesagt, das wäre dann schon ein Beispiel. Aber ich freue mich sehr über die Einladung von den NEOS und wie gesagt, fühlte ich mich nicht so super qualifiziert für den Abend, aber ich dachte, ich könnte ja sehr schlecht Nein sagen zu denen, obwohl ich muss schon mal zugeben, da war ein kleines Missverständnis. Ich dachte, es waren etwas anderes, also die NEOS, sie sind ja eigentlich nicht, aber ich habe ja auch andere Locations gehabt, die ja auch vielleicht nicht so ganz passte, aber irgendwie hat es am Ende immer geklappt. Und schön ist es, wenn man hier ist, also man ist ja gleich in der Welt der politischen Kommunikation, also verschiedene Ebenen und einiges, was dann klar wird, also einige Follower, also einigen von meinen also neo-stalinistischen Follower waren etwas enttäuscht, du gehst zu den Neos, aber dann ist mir klar geworden, also direkt am Eingang, die sind doch etwas radikaler als gedacht und das finde ich schön. Aber dieser Branding, es ist ja schon sehr präsent und das merkt man ja auch von Anfang an, wenn man hier reinkommt, also das, was draußen da steht. Ich finde es ein bisschen hart, also diese Pflicht, dass man die Farben trägt, ist mir aufgefallen, also, aber ich weiß, es sind Identifikationsprozesse, verstehe schon. Und naja, ab und zu mal geschieht dann vielleicht mal sowas und dann muss ich dezent hinweisen auf Copyright-Gesetze. Das ist in der Tat echt. Das ist, glaube ich, das komische Dokument, das ich je gesehen habe. Aber das Schönste ist, man muss das auch dann beschreiben. Ja? Also, consists of a cartoon illustration of a scowling man. Ja? Aber na gut. Aber schön ist es, man merkt ja schon, hier im Labor, das heißt auch offen,
offen für Ideen und ist auch mir klar, also obwohl Magente das ganze Bild hier so sehr prägt, ich merke, die Roten sind ja auch da. Man merkt, die Grünen und auch die Magenten können sehr gut zusammenarbeiten. Die Blauen, also erscheinen ja auch, also finde ich es auch nicht schlecht, dass man dann schon für alle möglichen Kontraste und Ideen offen ist. In der Beschreibung von dem, was ich machen möchte, dann ist es vor allem eine Diskussion, also wir kommen bald dazu. Man hat mich als ein keen observer of national Austrian politics beschrieben. Ich weiß nicht, ob das so gerade stimmt, aber ich glaube, das, was mich interessiert vor allem, ist vielleicht ein Versuch, einige der großen Fragen, die hier aufgelistet sind, vielleicht mal zu besprechen. Ich habe die erste nicht formuliert, muss ich sagen, aber ich finde sie auch gar nicht so schlecht. Obwohl inzwischen weiß ich nicht, was der Durchschnitt sein soll. Denn wie gesagt, in Amerika ist es auch gerade Wahlkampf, ja, und schon etwas anderer Art, würde ich sagen, zu denen, die ich schon erlebt habe in den letzten Jahren. Und ich finde auch super interessant ist es zu sehen, inwiefern also die Talking Heads, also Experte, also sich tausendmal geirrt haben, also bei den Prognosen, also wie es dann weitergeht mit den Donald Trump zum Beispiel. Und ich glaube, das ist immer der Fall, dass man mit irrationalen Prozessen zu tun hat, also gerade bei solchen politischen Entscheidungen und bei der Werbung. Also drumherum ist es dieses Jahr vor allem sehr klar geworden. Also viele fragen sich ja schon, also das entspricht nicht irgendwie der etablierten politischen Logik irgendwie der Sache. Ja? Und das finde ich ja durchaus eine spannende Frage. Also ich selber würde ich sagen, das, was ich bieten kann, ist ja schon nicht gerade viel, aber... Und ich wusste ja auch nicht so ganz von dem Timing am Anfang. Das waren die Schlagzeilen. Ich komme gerade von Großbritannien. Ich würde sagen, schon die Reaktion ist ja etwas heftig im Ausland. Ich habe auch gesehen, es sind schon Berichte darüber, also wie das Ausland irgendwie mal die Wahl hier wahrnimmt. Und insofern ist es natürlich, sollte keine Überraschung sein, aber irgendwie doch. Als ich dann in mein Hotel eingecheckt habe und Fernseher so angemacht habe und gesehen, die Diskussion, es geht eigentlich um ein Handyverbot und solche Themen. Ja? Und irgendwie hat man die Erwartung, dass alles dreht sich jetzt gerade um diese großen Fragen der Wahl. Und natürlich ist es nicht gerade das, was immer die Politik ausmacht. Aber ich habe... die letzten Tage einiges dann betrachtet, also inwiefern das dann berichtet, also wie das berichtet wurde in den letzten Tagen. Natürlich in den sozialen Medien geht es sehr schnell um Übertreibungen, ja, also um, klar, um Witze, also um auch eine sehr heftige Reaktion am Anfang. Also ich selber habe versucht, einen coolen Kopf zu bewahren und nicht gleich mal sehr billigen Witze da zu machen. Denn ich verstehe selber, also wie das ist, also wenn man schon Politiker hat, die ja vielleicht nicht immer im Ausland sehr populär sind und man muss ab und zu mal erklären, wie das eigentlich geht und dass es ja vielleicht auch durchaus andere Wahrnehmung oder einen anderen Umgang also mit diesen Figuren hier auch gibt. Und das übersetzt sich für mich in die Kommunikation als Aphoristiker so in dieser Form. So habe ich versucht, also das zu kommentieren, zum Beispiel in meine Zeitungskolumne. Also das erscheint in der Zeit. Ich glaube, das erscheint hier nicht in Österreich in der Print-Ausgabe, aber online, glaube ich, kriegt man das. Aber hier ist, denke ich, Österreich-Seiten oder so, wie in der Schweiz. Es kommen Schweiz-Seiten, das ist ja nicht drin. Aber das ist es, was
was meine Kommunikation, politische Kommunikation oder künstlerische vielleicht noch gestaltete politische Kommunikation, die Form, die sie dann auch angenommen hat, also in den letzten paar Jahren. Denn wie gesagt, das heißt ja Kolumne, ist aber im Grunde genommen gar keine Zeitungskolumne. Ja? Also das ist natürlich eine radikale Reduzierung von in der Regel viel kompliziertere Sachverhalte, aber ich versuche das schon mal so zu machen, dass ich verschiedene Klischees, die da gängig sind, irgendwie auseinanderzunehmen und hier auch zum Teil diese Talking Points, wie man bei uns so sagt, sagt man es auch im Deutschen, sind Talking Points, da gibt es andere. Also das, was man natürlich sagen sollte, ja, oder das, was man betonen sollte in der Woche. Ich bin natürlich jede Woche für deutsche Politik zuständig in dieser Kolumne, aber aus einer sehr großen Entfernung in den Staaten. Und ich beschäftige mich vor allem mit natürlich Zeitungsartikeln, aber auch sehr viel Fernsehen, Radio und so. Und was mich vor allem interessiert, sind gerade die Begriffe, die immer wieder dann irgendwie auftauchen in Bezug auf verschiedene Themen. Und der Versuch ist es dann schon, wie gesagt, die zu betonen, aber dann auch irgendwie zu drehen und anders zu betrachten. Aus verschiedenen Aspekten eigentlich. Und in der Regel ist ja auch so, dass man, dass das spezifische Thema selbst nicht angesprochen wird. Ja? Und das ist ja auch, was bei meiner Art politischen Kommunikation sehr wichtig ist, ist, dass es einerseits versteht man, worum es geht, gerade in der Woche, also in den Wochen danach eigentlich nicht mehr so. Das lebt wirklich von dem sehr spezifischen Zusammenhang. Das können wir gleich besprechen anhand von einigen Plakaten, wahrscheinlich inwiefern der Kontext da wichtig ist, also im Sinne von Ort, aber auch Zeit. Aber hier ist es dann versucht, dann immer mal die Themen zu nehmen, die ja schon sehr bekannt sind, die wirklich die großen Schlagzeilen sind, damit ich dann nicht viel erklären muss, also warum es gerade geht. Ja? Ich schreibe verschiedene, die werden manchmal genommen, manchmal nicht. Ich glaube, dass es einer nicht genommen hat oder vielleicht hat man das genommen, weiß es nicht. Ich schreibe die in der Regel nicht auf Englisch, aber das mal schon. Das ging im Grunde genommen, das war in der Woche, es kam der Vorschlag von Präsident Obama, also eine gewisse Zahl von Flüchtlingen zu nehmen. Also, in den Staaten und hat ja schon sehr viel Widerstand dann auch gekriegt, also von anderen. Und am Ende, ich weiß gar nicht, wie das jetzt steht. Also ich habe heute versucht, das herauszukriegen, also wie die Zahlen in den USA jetzt aussehen. Und ich glaube nicht, dass sich da sehr viel bewegt hat, also in den letzten paar Monaten. Aber wir kommen jetzt etwas genauer zum Thema. Ich muss auch sagen, das hier fällt ein bisschen ab. Ja. Das hat mit der Brille zu tun, glaube ich. Okay. Ja. Ja. Ist gut? Ich hoffe. Okay. Wow, jetzt höre ich das aber sehr laut. Okay. So, jetzt kann man wirklich mal das blaue Beben sagen. Aber richtig. Das war der Besuch im Herbst und das war wirklich gar nicht so lange her, aber die ersten Eindrücke also von der österreichischen Politik vor Ort, also gerade danach. Und das Interessante war, da habe ich dann schon mal eine Kampagne sehen können, also die Plakate, wie man mit einer Wahl hier umgeht, wie das gestaltet wird. Ich weiß, dass es natürlich sehr verschiedene Formen von politischen Kommunikation gibt, aber ich selber interessiere mich vor allem gerade für die Kombination Bild und Text und vor allem auch sehr kurze Texte. Und insofern ist das Plakat für mich wahrscheinlich das Interessanteste. Damals
war es ja auch, dass ich zum ersten Mal von den NEOS gehört habe überhaupt. Also das war schon, ich nehme an, das kam schon ziemlich gut an, oder? War schon etwas ziemlich prägend, also für das Bild der Partei. Ne? Das war das finale Plakat im Wien-Wahlkampf. Ja, okay. Dann ist es auf jeden Fall aufgefallen. Also, und habe mich auch gleich neugierig gemacht. Also ich hatte, glaube ich, genau so die gezielte Wirkung. Aber ich merkte auch, inwiefern ja auch sehr viele sich dann gerade für diese Wahl, eine sehr wichtige Wahl, interessiert haben. Also auch sehr junge Leute also waren dafür interessiert. Ich merkte ja auch, inwiefern eine gewisse rote Tradition weiterlebt, in Wien zum Beispiel, interessant auszusehen für den Außenseiter, die schöne Zusammenarbeit zwischen Rot und Grün. Manchmal wurde das mir auch für den Außenseiter etwas zu kompliziert. Da könnte ich ja nicht mehr so richtig einordnen, ich habe es versucht. Und die, was ich eigentlich für den besten Slogan hielt, ich dachte, diese Partei würde auf jeden Fall gewinnen, aber ich glaube nicht, dass es so kam. Das ist blöd, natürlich. Aber mir ist einfach aufgefallen, gerade zu der Zeit, inwiefern das zu den vielen anderen Slogans passte. Ja? Und auch in der visuellen Gestaltung, auch in dem Slogan. Ja. Und das sind die Sachen, die ich gerade sehr spannend finde, sind diese Überschneidungen zwischen Vermarktung von Sachen, die wir eigentlich, in Amerika, ich habe immer sehr gerne mit Werbung gearbeitet im Unterricht, denn amerikanische Studierende sind ja, was kann man sagen, bombardiert, sagt man in der Regel, bombarded, also gerade als Zielgruppe, also für gerade solche Werbung. Und es ist ja wirklich immer sehr ergiebig, damit umzugehen, denn es geht natürlich um was sehr Konkretes und in der Regel auch um ein Produkt, das Sie vielleicht schon kennen. Aber dann geht es auch sehr schnell um die Prozesse drumherum und schnell, nachdem man angefangen hat mit einer Bierwerbung, landet man bei Themen so wie Ideologie oder wie gesagt, Zusammenhang Text und Bild, ästhetische Fragen ja auch noch. Damals, das war schon vor der Wahl, einige waren sehr eilig, schon ihr Kreuzchen zu machen, einige zweimal gleich. Und ich habe dann natürlich danach geguckt, also es ist auch interessant zu betrachten, wie man also mit dieser Werbung umgeht und inwiefern auch Kommentare kommen, natürlich sowas, aber auch Versuch, so Guerilla, wie das heißt, Umgestaltung zu machen. Also dass man eine Werbung nimmt und irgendwie umfunktioniert, indem man ja auch mit der Botschaft spielt und ändert. Deshalb hat es mich ja auch so interessiert, danach zu gucken, inwiefern die Kampagne sich dann weiterentwickelt, also was die Werbung betrifft. Ich glaube, das war so das meistgesehene Plakat, also für eine FPÖ, kann es sein? Ja, okay. Und auch interessant ist es, also dass gerade dieses Bild ja auch, also habe ich mehrmals gesehen, also in vielen Zeitungen gerade so diesen Event, bei der was Enthüllung oder Premiere also von dem Plakat. Ja. Was ich auch interessant fand, denn sehr viel, was mir so auffällt, gerade als Laie, der das so liest, ist immer wieder die Beschreibung von Norbert Hofer als das freundliche Gesicht also von der Partei oder das menschliche Gesicht. Und insofern habe ich mich so ein bisschen gewundert, ob das wirklich so klug war, dann gerade so ein Bild dann zu gestalten oder ob das dann doch irgendwie dazu passt, also das menschliche Gesicht dann zu verbinden mit dem, ich weiß nicht gerade, wie man dann das andere Gesicht dann nennen sollte, ja? Aber das fällt mir nur auf und ich weiß nicht, ob das lange der Fall ist, dass man von ihm so redet, aber höre ich eigentlich immer wieder in den Sachen, die ich jetzt gelesen habe. Interessant war es aber auch, ich bin über Twitter aufmerksam geworden von
jungen Leuten, die ja auch politische Initiative jetzt auf die Beine stellen. Hier das Wort Aufstehen sehr wichtig. Bei denen ist es auch Aufstehen. Ja? Also, was ist ja auch in diesem Fall sehr interessant finde, also welche verschiedene Assoziationen damit verbunden werden können. Und ich glaube, es kam von denen an dem Tag, also von Premiere, von diesem einen Plakat als Tweet, dass es aber nicht aufstehen, wie wir das verstehen. Also war schon klar, es kommen jetzt mal Slogans, Treffen aufeinander oder Themen, Begriffe, Brands fast, die dann nicht zusammenpassen sollten. Gut, was ich dann gerne zusammen mit euch besprechen möchte, wären einfach so ein paar von diesen sehr neuen, ich glaube, das sind richtig die neuesten Wahlplakate jetzt, inwiefern die dann also wirken, aber auch inwiefern die vielleicht einen Kandidaten natürlich in Szene setzen. Aber meine Frage, und zum Teil ist es ja auch die Frage von außerhalb, von dem, was ich merke wenigstens, inwiefern muss man vielleicht die Rhetorik also von dem politischen Gegner irgendwie übernehmen, um da irgendwie sie irgendwie zu kontern oder so, oder also irgendein Gegengewicht darzustellen. Und das würde mich schon interessieren, denn ich glaube, vor allem das, was ich von der deutschen Presse so entnommen habe, habe ich das Gefühl, also man trifft auf Sätze, es heißt einfach, der politische Diskurs ist einfach in Österreich jetzt von der FPÖ also geprägt. Also das heißt, alle müssen jetzt dieser Sprache sprechen. Ich selber kann es nicht so richtig beurteilen, aber ich finde es interessant, dass es immer wieder so behauptet wird. Und das wurde dann auch wieder Thema bei den Wahlplakaten. Ist mir aufgefallen, vor allem bei dem Wort Heimat. Ja. Und ich weiß, Heimat, also in akademischen Kreisen, viele haben Karriere gemacht, also gerade mit dem Wort Heimat, indem das wirklich als Schlüsselbegriff verstanden worden ist, also in den Kulturwissenschaften, also gerade Deutschland, Österreich, die Schweiz, auch anderswo. Aber ich hoffe, wir können das kurz zusammen besprechen. Und das andere, glaube ich, ist das dritte, Gewissen. Ja, und das finde ich ja auch interessant, inwiefern das Wort hier jetzt auftaucht und wie das zu verstehen ist. Also ich selber weiß ja nicht, ob das wirklich so irgendein sehr geflügeltes Wort ist in diesem kulturellen Kontext oder nicht. Also ob das eine Anspielung ist oder nicht. Also das sind die Sachen, der Außenseiter nicht versteht. Ja? Also gerade die Ebene von den Assoziationen. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, also gerade bei der Gestaltung von sehr vielen von den Sachen, also geht es darum, natürlich schon wie immer in der politischen Kommunikation, eine gewisse Assoziation also mit der Person also herzustellen oder zu betonen. Aber zum Teil ist es auch meine Frage bei den letzten paar Werbungen, inwiefern das ja auch wirklich eine sehr direkte Ansprache ist an den Adressenten irgendwie. Das, es geht eigentlich um das Gewissen also, von dem Wähler und der Wählerin. Oder ob das eigentlich heißt, der ist jetzt das Gewissen der Nation oder sowas ähnliches. Ja? Also, das finde ich interessant, auch bei der letzten ja auch. Es hieß, was war es nochmal, unsere Kraft oder sowas ähnliches. Oder Kraft. Und dann ist auch gleich die Frage, also mit wem man das in Verbindung also bringen sollte. Jedenfalls habe ich heute gelesen, also kurz im Falter, man macht sich Sorgen wegen der Freunde von dem Kandidaten und vielleicht hat er nicht, ich weiß nicht mehr, was es heißt, aber vielleicht hat er nicht die besten Berater. Das könnte schon sein. Wir haben es noch einmal kennengelernt, das war bei dem letzten Besuch. Aber interessant war es ja schon in dem Gespräch, denn was mich vor allem interessierte, waren hier auch zum Teil dieser Zusammenhang
von österreichischer Politik und europäischer Politik. Natürlich interessierte mich ja auch Hintergrund mit den Grünen. Also ich kenne mich schon besser aus mit den Grünen in Deutschland. Ich habe nie so ganz verstanden, inwiefern die österreichischen Grünen und Deutschen irgendwie sich ähneln oder sich unterscheiden. Aber schon sehr interessante Gespräche, gerade um solche Zusammenhänge. Zum Schluss. Interessant fand ich, es ging ja auch über Twitter sehr viel, kurz nach der Wahl, viele haben gegoogelt, irgendwie das Thema Auswandern. Ich glaube, in Amerika war das genauso, also bei allen möglichen Wahlen. Also, ich weiß nicht, also, ob das sich wirklich empfiehlt. Also, denn mein Urgroßvater, also, hat sich vielleicht schon ein etwas eleganteres Leben vorgestellt. Das ist der rechts. Denn er kam dann auch so ein sehr ländliches Gebiet, ganz kleiner Kaff. Und da waren vor allem sehr viele deutsche Immigranten schon. Hier mein Geburtshaus. Na gut, das andere werde ich überspringen, aber ich sage bloß das Folgende. Egal, was man davon hält, also wenn man nicht irgendwie glücklich ist mit den politischen Entwicklungen, also ich habe das Gefühl, dass einige, die das sehr besorgt betrachten, die Wahl, machen sich ja auch Sorgen wegen dem Image von dem ganzen Land hier auch so. Und so war es natürlich auch bei den ersten paar Witze. Also klar, das war pauschal, das war plakativ, also, und war platt einfach. Also mir ist schon klar, dass es alle möglichen Differenzen gibt und dass es alle möglichen Spannungen und Widersprüche und so. Dass man gar nicht das Ganze dann so pauschal irgendwie beschreiben kann und damit umgehen kann. Aber falls man die Angst hat, dass Österreich irgendwie mal einen schlechten Ruf bekommen sollte, ich habe eine gute Nachricht. Also Kanada hat es irgendwie geschafft. Das heißt, hier sollte es ja auch mal möglich sein, falls es irgendwie nicht gut läuft. Und das andere lasse ich erstmal für die Diskussion, denn ich möchte dann zurückkommen auf die Plakate, aber mich einfach nochmal bedanken, Josef und bei den anderen, für die Einladung und auch sehr schön heute die Frage gestellt, apropos Thema politischer Kommunikation. Gibt es eigentlich auch schlechte Wortspiele mit Nein, Quarterly in Parlamenten? Hier hieß die Antwort Nein, aber naja, ich selber denke, die Antwort heißt vielleicht doch ja. Aber, ja. Aber ich sage erstmal Dankeschön und wir kommen dann zu der Diskussion, hoffe ich, von den paar Beispielen. Danke. Vielen Dank, Eric. Zunächst einmal ein Kompliment, dein Deutsch ist exzellent. Och, danke, ich bin etwas müde und aus der Übung, aber danke, ja. Ich gebe mir Mühe. Dafür war es wirklich hervorragend. Danke. Du hast gesprochen vom politischen Diskurs, du hast davon gesprochen, dass der politische Mitbewerb zum Teil auch die, also jetzt auch die Sprache der FPÖ übernimmt, nicht nur die Sprache, möchte man meinen, auch zum Teil die Politik. Und dass es ja nicht nur auf Österreich beschränkt ist, dass das ja auch ein Phänomen ist, wenn man in die USA schaut. Mhm. Meine Frage jetzt auch an dich als auch als Adorno-Vertreter, befinden wir uns in einer Art Gegenaufklärung. Also man muss Dinge verteidigen, die man vor kurzem noch für selbstverständlich gehalten hat. In Österreich wird das Asylrecht abgeschafft. Plötzlich stellen sich Fragen, die sich ja vorher so nicht gestellt haben. Ist das wirklich alles nur, sind das alles nur die Umstände, die so außergewöhnlich sind? Oder befinden wir uns wirklich in einer Phase, wo der Inhalt immer weniger wichtig wird und das Medium immer wichtiger, wo nur noch verkürzt wird, wo Dinge in Frage gestellt werden,
die wir eigentlich als Errungenschaften betrachtet haben? Ja, also das ist jetzt keine sehr zufriedengebende Antwort, aber ich würde sagen, es geht gerade um den Zusammenhang zwischen Inhalt und Medium. Also dann vor allem, glaube ich, was Theoretiker aus der Richtung also interessieren würde, gerade bei solchen Sachen, ist jetzt der Zusammenhang. Also inwiefern zum Beispiel eine kurze, knappe Sprache, also sich natürlich auch mit bestimmten Denkweisen dann zusammenhängt. Ja? Und inwiefern man dann sich auf eine etwas andere Ebene vielleicht bewegt, also im Sinne von, es hieß eine Ankündigung, das emotionale und nicht irgendwie rationales Argument. Und in der Regel, wenn wir das sagen, dann meinen wir ja auch irgendwie ausführliche Diskussion oder nüchterne Betrachtung, irgendwie viel Text, sage ich mal. Und hier natürlich, also, was für Informationen bekommt man überhaupt von so einem Plakat? Also dann, das ist natürlich sehr verbunden mit Emotionen. Ja? Ich selber würde sagen, das ist was, also immer der Fall ist, dass solche Sachen so gelesen werden. Ja? Und zum Teil ist es ja auch öfters gesagt worden, dass so ein klassischer Fehler, wenigstens in den Staaten, das ist der, also George Lakoff, also schreibt sehr viel über politischen Diskurs in den Staaten, der hat ein ganz tolles Buch vor langer Zeit geschrieben, Metaphors We Live By, also einige kennen das Buch. Und ich habe nicht so wahnsinnig viel von dem was gelesen, was er in den letzten Jahren geschrieben hat, aber was er immer wieder sagt, ist es der Fehler, ist es, dass man glaubt, dass man irgendwie rational argumentieren sollte in einem Wahlkampf zum Beispiel. Oder dass man so einen Wahlkampf gewinnen kann, also dass das bessere Argument irgendwie gewinnen kann. Und bei ihm, also ich glaube, er sieht das schon völlig anders, dass man das immer mitdenken muss. Natürlich diese andere Ebene von Fantasie, aber auch sehr wichtig. Also ich würde sagen, dass jetzt die Politik sehr von der Angst geprägt wird. Und ich weiß nicht, ob das so sehr unterschiedlich ist von der Politik in anderen Zeiten. Also denn so kenne ich das natürlich auch. Also ich auch... Ich weiß noch, als es um George Bush ging oder auch Reagan, damals war ich ein Teenager, aber ich weiß noch, inwiefern es in den Werbungen darum ging, also wie viel Angst man eigentlich vor den vor Kriminalität haben muss, ja, vor Drogenhandel zum Beispiel, also vor welche, die aus dem Knast kommen zu früh und bringen dann deine Familie um und solche Sachen. Und das sind sehr bekannte Beispiele davon, sehr bekannte also Werbespots, die ja wirklich sehr, sehr großen Erfolg hatten, also sagen die Experten danach. Und das führt natürlich zu diesen Diskussionen immer wieder, habe ich dann immer wieder in Europa gehört, also inwiefern Wahlkämpfe in den Staaten zum Beispiel, das ist ja wirklich so ein gehört zur Fernsehdemokratie. Also alles, was man so wahrnimmt, also die Debatten zum Beispiel. Sagt man hier auch Fernsehduell? Oder ist das ein rein deutscher Begriff? In den letzten Jahren schon mehr. Ja? Ja. Okay. Denn man sieht inwiefern, dass die Inszenierung so wichtig ist, diese Bühne, die Beleuchtung, Akustik, also die Ritualelemente und so. Und natürlich hat das alles mit diesen anderen Faktoren zu tun. Also es geht im Grunde genommen eine Debatte um Argumente. Aber so viel hat gerade natürlich mit dem mit der Inszenierung davon zu tun. Und ich weiß nicht, ob es früher so war, dass irgendwie die Politik auf der Ebene in Europa, in Österreich so anders aussah. Könnte durchaus sein, aber ich nehme an, dass ähnliche Faktoren im Spiel waren. Also was ich selber merke, ist, dass es schon etwas ähnlicher wird, also zu der politischen Werbung, zu der politischen Kommunikation, die ich eigentlich immer kannte in den Staaten. Und das heißt sehr
eng. Die Botschaft hängt ja sehr eng zusammen mit der Person, ja? Also Persönlichkeit sehr stark geprägt. Und ich glaube, Experten würde sagen, hat ja sehr viel mit JFK zu tun und mit dem Fernsehen, also gerade mit Änderungen und Entwicklungen in den Medien und inwiefern dann auch man die Politik für die Kamera gestalten musste. Ja? Aber ich merke dann schon, dass es hier auch immer stärker dann auch der Fall wird. Ja? Also ich kenne Europa irgendwie seit vielleicht 20 Jahren, aber auch in den 20 Jahren, glaube ich, merke ich das. Insofern denke ich schon, dass wir vielleicht gerne unterscheiden diese Ebenen und sagen, Rationalität, eine Art Gegenrationalität oder Emotion, aber ich glaube nicht, dass sie sich so klar entscheiden, also, trennen lassen. Und gerade bei den Entscheidungen, also wie machen wir jetzt unsere Werbekampagne und unsere politische Kommunikation, ich glaube, das ist wahrscheinlich ja auch, also ihr kennt es von innen, also ich eigentlich nicht, aber so ein Grundsatz, irgendwie Entscheidung oder so, wir wollen ja auch zu unserer Werbung stehen können. Ja? Also es geht nicht nur darum, eine Wahl zu gewinnen oder wie werden wir als Partei oder wie wird unsere Politik dadurch, dass wir dann die Werbung so gestalten vielleicht. Also ich weiß nicht, ob das so die Diskussionen sind, aber ich kann mir das irgendwie vorstellen. Jetzt spielst du ja als Nein Quarterly auch natürlich mit diesem Rationalen, Irrationalen, mit diesen Emotionen auch sozusagen einen gewissen resignativen, oft auch durchaus zynischen Ton, auch sozusagen Adorno intonierend. Wie schaust du denn drauf, ist das sozusagen aus deiner Sicht reines Entertainment? Siehst du deine eigene Rolle auch in irgendeiner Art und Weise als politisch an? Glaubst du, dass Social Media einen Beitrag leisten kann zur Verbesserung der Welt, oder ist es einfach eine Bubble, wo sich Leute gegenseitig zustimmen und gratulieren? Ich glaube, es gibt sehr viele Beispiele davon, inwiefern die sozialen Medien konkret was bewegt haben. Also, und vor allem in Ländern, wo es vielleicht kaum andere Möglichkeiten gab für richtige so Organisation, also von einer politischen Bewegung, für eine Massenbewegung. Also dass es das eben möglich gemacht hat. Also man denkt natürlich an Arab Spring, also solche Beispiele, klar. Insofern würde ich sagen, ja, wir haben schon Beispiele. Und auch, dass einige Länder, einige Staatsregierungschefs immer noch Twitter vielleicht, also gar nicht erlauben oder Facebook oder Google, was weiß ich, oder ab und zu dann immer wieder schon mal den Stecker ziehen, also das bedeutet dann schon irgendwie was, dass es wenigstens alles vielleicht Drohung dann wahrgenommen wird. Ich selber bin da sehr vorsichtig, vor allem meine eigene Arbeit in Twitter, denn ich weiß, wie schwierig eine richtige politische Organisation also, dieser Arbeit eigentlich ist. Also ich kenne das vor allem aus Arbeit als Gewerkschaftler, also für Assistenten an der Universität. Also ich habe mich sehr dafür interessiert und engagiert und es war immer klar, wenn man etwas schaffen wollte, wirklich was bewegen wollte, da war sehr viel persönlicher Kontakt nötig. Ja. Man hat auch damals, vor 10 Jahren, alles über E-Mail machen können, ja, aber das hätte nie funktioniert. Also weil es so wichtig war, dass man dann wirklich mal dieses Netzwerk aufbaut mit persönlichem Kontakt, und das heißt zum Teil auch, dass da ein emotionales Verhältnis da irgendwie entsteht oder Beziehung entsteht. Also das heißt, der Erik wird da enttäuscht sein, wenn ich morgen nicht komme oder sowas. Ja? Und ich glaube, das, was die sozialen Medien möglich machen, also es ist wirklich nur einer Aspekt, man hat die Breite, klar, man kann sehr viele Leute dann irgendwie erreichen, aber die Tiefe, also von dieser Verbindung, die man irgendwie da herstellt, also vor allem, wenn es um Überzeugung geht und Aktion, das ist eine Hürde. Ich weiß nicht, ob, naja, so ein Facebook-Post, so ein
Tweet and Like, das wirklich schon mal, ja, dass es bedeutet, dass man wirklich dabei ist, sagen wir mal so. Das, was ich mache, was ich irgendwie für politisch halte, ist vor allem Sachen, die man nie sieht. Also das ist im Hintergrund, es gibt irgendwelche Leute, die versuchen, ein Publikum zu finden für ein neues Projekt oder so. Es kommt ein Kontakt irgendwie zustande. Wenn ich das irgendwie gut finde und das unterstützen kann, dann versuche ich das schon zu machen. Einerseits sieht man das, also wenn es um Crowdfunding geht oder solche Dinge. Andererseits sieht man das nicht. Also wenn man weiß, ihr solltet eigentlich diese anderen irgendwo hier kennenlernen. Ja? Die haben ein ähnliches Anliegen. Und da ist auch so eine Art Vernetzen, was man ja nicht sieht, aber das wahrscheinlich noch viel wichtiger ist. Und das kommt zum Teil natürlich wegen dem Online, also Leben, aber vor allem jetzt wegen dem Rumreisen im letzten Jahr. Das waren ganz andere Erlebnisse. Man hat die Leute ganz anders kennengelernt. Also öfters ging es ja um Aktivisten, also die was vorhatten, wovon man vorher gar nichts wusste, und nach zwei Tagen also war man schon ziemlich überzeugt, dass er sich unterstützen möchte zum Beispiel. Und dann guckt man und fragt sich, wer könnte sich ja auch für diese Gruppe in Belgrad interessieren, die jetzt gerade versuchen, mal so eine Kultur, so eine alternative Kulturlandschaft, sagen wir mal, zu retten. Also eigentlich ziemlich hoffnungsloser Kampf, aber sie haben schon eher eine Chance, wenn da andere irgendwie mitwirken, mitarbeiten. Und ich würde sagen, das sind die Sachen, die ich vielleicht politisch nennen würde. Aber das ist alles sehr bescheiden, die Ziele. Also ich glaube nicht, dass irgendeine halb clevere Bemerkung zur Weltpolitik was bewegt. Also das glaube ich nicht. Jetzt noch eine Frage, bevor wir zu den Plakaten kommen. Ja. Worauf führst du denn deinen Erfolg zurück? Und was kann vielleicht auch ein Bereich wie die Politik davon lernen? Ich glaube, im Grunde genommen geht es bei meinem Account also um eine Art Solidarität, also, aber von Enttäuschten. Also, das heißt, natürlich ist das Ganze eine Übertreibung von einem Zynismus, eine Übertreibung von Depression, eine Übertreibung von den düsteren, pessimistischen Seiten von der Philosophie oder von dem akademischen Leben oder von dem politischen Leben. Aber ich glaube, deshalb kann es ja auch so sein, dass man das andere vielleicht auch eher ernst nimmt. Ja? Das heißt, wenn einer, der die Welt so schwarz sieht, auf einmal eine Sache für irgendwie sehr gut hält oder dass wir das unterstützen sollen oder dass man das, diesen Text vielleicht, diesen Artikel vielleicht mal lesen könnte, ich glaube, dann nimmt man das vielleicht eher ernst, da man das Gefühl hat, ist es ja nicht so, dass, also man kann einem vielleicht eher vertrauen, wenn er sich für etwas begeistert, wenn er nicht immer begeistert ist. Also das heißt, dass man etwas, dass man einfach Enttäuschung versteht. Und dass man nie so richtig mit so Ausrufezeichen oder sowas arbeitet. Oder dass man sehr vorsichtig ist mit dem Imperativ zum Beispiel. Aber auch, glaube ich, so ein Ethos vor allem. Sehr viele, glaube ich, die wirklich sehr aktiv sind bei dem Account oder sehr lange da waren. Ich glaube, das sind die Letzten, die sich irgendwann mal mit irgendeiner Art Kollektive identifizieren möchte. Aber sie gehören aber doch irgendwie zu einer Art Community. Und es ist schwer zu beschreiben. Natürlich ist es sehr lose alles und sehr im imaginären Bereich. Aber das hat auch Folgen in der Realität. Das habe ich auch schon mehrmals gesehen. Aber ich denke vor allem das Gefühl, dazugehören, ohne dass man das Gefühl hat, dass man wieder davon enttäuscht wird. Ja? Also ich bin jetzt von so vielen Sachen enttäuscht, es kann ja nicht sein, dass das hier mich jetzt weiter enttäuscht.
Also, dass man nichts zu verlieren hat, ist, glaube ich, das Grundethos irgendwie. Und glaubst du, die Kunstfigur funktioniert komplett für sich selbst, oder glaubst du, ein Teil des Erfolges ist auch, dass du als Person dann doch irgendwie durchschimmerst und man auch durchaus zu dir als Person eine Beziehung aufbaut? Oder das ist wirklich nur Nein Quarterly, aus deiner Sicht? Nee, also, das ist nicht, also ich würde sagen, es war früher eher Person. Also jetzt ist es eher so ein Stil, das ist die Vermittlung, also das ist die Mediation im klassischen Sinne, also welche Form eine Aussage annimmt. Und zum Teil ist das Ästhetische dran ja auch, wie man etwas formuliert. Denn zum Teil geht es natürlich auch daran, dass man Spaß dran hat, also dass man es irgendwie schätzt, also die Formulierung. Also, das ist ja auch die große Herausforderung dabei, irgendwie was zu sagen, aber dass man es sagt gerade aus einer gewissen Entfernung, also Entfernung von der Ironie, Entfernung von einem gewissen Stil, Entfernung ja auch von einem fremden Gesicht drauf, aber das ist es, was im Endeffekt auch vielleicht eine Art Authentizität herstellt. Ja? Und natürlich ist es auch schwierig, das Wort dann zu verwenden. Das ist ja auch so ein Kernbegriff jetzt für sozialen Medien, für die das profiweise machen, also Branding machen und so. Es geht ja auch gerade um diesen Begriff Authentizität. Aber hier, glaube ich, ist diese Herstellung von diesem Effekt, sagen wir mal, Authentizität, ist im Vordergrund. Ja? Das Spielen ist einfach immer da und man hat ja nicht das Gefühl, es steckt was dahinter, das ich jetzt nicht erwarten würde. Und es kommt jetzt keine böse Überraschung oder so. Und das ist es vielleicht vor allem, dass es halbwegs, dass die Karten halbwegs auf dem Tisch liegen, obwohl es durchaus entfernt ist von der sehr klaren, rationalen Aussage. Zu den Plakaten und zu den Botschaften darauf. Nicht? Ja. Du hast da angesprochen, einerseits Heimat ist ein Begriff, den man traditionell eher in einem tendenziell Mitte-Rechts-Lager verortet. Jetzt gibt es ja auch immer wieder die Leute, die sagen, naja, man muss diesen Begriff wieder zurücknehmen. Man muss den wieder anders besetzen, wir dürfen den nicht den Rechten überlassen und das war ja vielleicht auch ein bisschen die Absicht dahinter. Kann das funktionieren? Ja, ich weiß es selber nicht, also denn ich kann mir das vorstellen, aber das ist so viel, das ist eigentlich so klar wahrgenommen wird als Absicht. Insofern weiß ich nicht, ob das funktionieren kann, ja? Weil es ganz klar der Versuch ist, das zurückzunehmen irgendwie und anders zu verwenden. Und das ist es, das vielleicht dann schon gleich eine Art Misstrauen dann irgendwie erzeugt, ja? Weil das irgendwie zu präsent ist, dieser Versuch. Oder dass der Versuch von oben kommt, ist vielleicht auch eine Schwierigkeit dabei. Dass man das Gefühl hat, das sind einige irgendwie Grassroots-Leute, die sich zusammengetan haben und sie machen was Hippes, Cooles mit Heimat. Und dann das kommt irgendwie durch. Also, das scheint nicht gerade wie Hipster-Heimat. Ja? Also, ich weiß nicht, also das, cooler Typ, klar, aber ich sage nichts. Also, man hat schon das Gefühl, das ist natürlich von Marketingbüro. Also ich verstehe, warum man das machen möchte. Aber ich habe ja auch, das war vorgestern Abend, hat der Van der Bellen selber erklärt, also warum er damit arbeitet und dass er dann den Begriff neu definieren möchte und dass man auch Heimat schenken kann oder so, hat er es so formuliert. Und das finde ich gar nicht schlecht als Idee, aber ob das funktionieren kann, das weiß ich ja nicht so ganz. Also ich selber, sage ich jetzt wieder als Außenseiter, der ja nicht gerade zur Zielgruppe gehört, ich glaube zum Beispiel, Heimat wäre viel effektiver, das neu zu definieren, wenn nicht gerade hinten also so eine Landschaft oder Berge da, also das gehört zur alten Bedeutung irgendwie davon. Also ich würde wahrscheinlich irgendeinen Alltagsgegenstand, also was man nur in Österreich findet,
Was wäre ein Beispiel? Was liebt jeder? Und was fehlt einem, wenn man nicht hier ist? Wenn man, bitte? Ja, das kommt der Sache dann schon näher, ja, aber was anderes vielleicht, oder einfach so ein Kaffee oder irgendwie Brot. Sowas. Ja, auch ideologisch sehr beladen, aber ich denke, das ist schon etwas schwieriger, glaube ich, wenn man versucht, das neu zu definieren. Man ist klar, man versucht den Bezug, also die Verbindung herzustellen. Interessant ist es, dass der Satz spaltet sie nicht, ist gespalten. Also das hätte ich, das wäre nicht mein Ratschlag. Schon sehr Meta. Ne? Also ich wäre für ein etwas anderes Layout. Also ich glaube, das ist etwas off-message. Aber was man da sieht, die Haltung, also relaxed, ja. Man kann ja auch relaxed, also mit einem schwierigen Begriff umgehen. Also man muss ja, braucht ja keine Angst zu haben. Das ist alles sehr gut gemacht, glaube ich. Ich denke, und insofern, ich nehme an, ich sehe das, als wäre das ein Versuch in der Tat, eine ältere, also oder etablierte Bedeutung von Heimat, politische Bedeutung von Heimat direkt anzusprechen und dann auch mal, komm mal mit, also der Begriff kommt mal mit mir wandern in den Bergen. Ja? Also ich kann das ja auch und ich mache es auch leger und das ist ja nicht, wofür man irgendwie sich schämen muss. Ich glaube, das ist auch wichtig dabei. Naja, es kommt da sehr viel zusammen, aber ich denke, schön wäre es, gewesen, denn ich weiß aber auch nicht gerade strategisch, was jetzt die wichtige Zielgruppe ist, also in der kommenden Wahl. Welche Alter zum Beispiel, weiß man das? Also was ist jetzt gerade die Prozent von Leuten, die ja den Unterschied jetzt machen können? Also sind die eher älter oder jünger? Ich würde raten, etwas älter, ne, oder nicht? Denn ich weiß nicht, wie das aussieht, also mit Wählerverhalten, also in Österreich. Aber jetzt war es ja so, bei dieser Wahl ist ja nicht der Hofer gewählt worden, also bewusst, sondern rot-schwarz wird vermieden werden. Ja, also, naja, also insofern, ich weiß nicht, ich glaube, einiges ist ja schon da, also was ja sehr gut vielleicht funktioniert, anderes vielleicht auch nicht. Gibt es dazu mal Kommentare, dann würde ich gerne mal das Mikrofon in die Runde geben. Also mich würde einfach mal interessieren, wie ihr das wahrnimmt, also als politische Kommunikation, ob das dann Erfolgschancen hat oder nicht. Denn ich glaube, das mit Plakaten habe ich auch gelesen, also wie wenig wirksam die eigentlich sein sollten. Denn es war die Diskussion ganz am Anfang von dem Wahlkampf, also war es Kohl und andere hat vorgeschlagen, ich mache ja keine Plakate. Ja? Also das war ein Angebot, also am Anfang, ja, und natürlich kam das nicht so, aber dann hieß es in der Analyse, die haben eigentlich in der Tat gar so nicht so die große Bedeutung, also, aber naja. Also kurze Publikumsfrage, spricht euch das Plakat an, funktioniert das für euch? Ich sehe jetzt ein Nein, Kopfschütteln, bitte, mal kurz um, ja, da war eine Wortmeldung, bitte. Vielleicht kurze Spielregeln, bitte sagen Sie kurz Ihren Namen und bitte keine langen Co-Referate, sondern einfach einen Beitrag oder eine Frage, bitteschön. Peter Prischl, ich fand das sehr gut, ich habe Genugtuung bei diesem Plakat empfunden, weil ich sage, und das ist nicht von mir das Zitat, die Nazis haben dem normalen Menschen das Bedürfnis nach Heimat, Anstand, Pflicht, Treue gestohlen und haben diese Begriffe zur Unkenntlichkeit vergewaltigt. Und es war höchste Zeit, dass jemand diese Begriffe zurückstiehlt auf eine so elegante, finde ich, Art, vor allem wenn ich es vergleiche mit dem auch Heimat konnotierten Plakat von Hofer, auf eine so elegante Art, wie es hier Van der Bellen gemacht hat. Was sagt Hofer, dein Land braucht dich, nicht? Heimat deine Heimat braucht dich. Deine Heimat braucht dich. Also es ist ein Kampf der Heimatbegriffe. Bitte. Ja, Steffen Windberger, ich glaube, die meisten sind nicht die Zielgruppe dafür.
Ich glaube, Zielgruppe ist ein konservativer Wähler, mhm. Der Van der Bellen klassisch immer sympathisch gefunden hat, weil intellektuell, aber doch irgendwie immer zu links. Und mit dem Subtext, spaltet sie nicht, spreche ich diese Person an. Mhm. Wobei ich auch als quasi politisch interessierte Person, ich könnte es auch anders interpretieren, ich könnte auch sagen, im Sinne der NSK, im Sinne von Laibach, ein Begriff der Überidentifikation. Mhm. Also Van der Bellen, die sich immer klar dagegen ausgesprochen hat, spricht sich hiermit subtil auch, macht sich darüber lustig. Aber ich glaube, das ist vielleicht nur eine Minderheitenmeinung hier, aber kann man auch so sehen. Mhm. Aber vor allem der Punkt ist, wir sind nicht zielgerichtet. Ja, das ist eigentlich so eine Art Lachen. Ne? Also klar, das ist ein lachendes Gesicht. Also, da gab es auch noch Halbzustimmung, Kopfschütteln. Oder finde ich das problematisch? Also es waren wirklich sehr viel, also was ich gesehen habe, es ging gerade um das Wort und ob man das überhaupt mal jetzt verwenden sollte. Ja? Und das würde mich interessieren. Ja, hallo, Therese Reiter ist mein Name. Ich frage mich, also bei dieser Zielgruppendiskussion, wer ist überhaupt die Zielgruppe von einem Plakat? Ich meine, wie sehr soll jetzt ein Plakat ändern, was ich vorher, ich meine, das ist er halt, so war er halt immer schon. Also ich finde jetzt, das ist weder wahnsinnig unauthentisch, noch finde ich, dass man die Krise kriegen muss, jetzt wegen dem Heimatbegriff. Mhm. Aber ich fand das Plakat nicht gut, weil er genau in der Mitte davon steht und die Heimat spaltet mit sich selber. Und das ist halt nicht sehr geschickt. Können wir vielleicht kurz dazu, würde mich interessieren. Also da war noch eine Wortmeldung da hinten, Verzeihung. Da war noch eine. Entschuldigung. Bitteschön. Kein Problem aus dem Hintergrund, aber das war doch irgendwie Gabalier gegen Morg, die Plakate hier. Also ich kann mir schon vorstellen, wen er ansprechen wollte, aber im Endeffekt, ich glaube, es hat auch einige Stimmen gekostet. Also das war so unerwartet und der Begriff ist so besetzt in Österreich, dass man vielleicht schon wirklich damit schlecht spielt, wenn man diesen besetzten Begriff so verwendet. Dankeschön. Zum Gewissenplakat. Da wird doch mit einer Moralisierung der Politik gespielt, nicht? Das ist ja auch, also wofür die Grünen ja grundsätzlich auch durchaus bekannt sind. Was für eine Zielgruppe soll das ansprechen und funktioniert das in dem Kontext? Es werden keine Noten vergeben hier. Oder meine Frage wäre einfach jetzt mal das zuzulesen, warum wäre das einer der Begriffe, die man hier mal sehr stark betonen möchte? Also denn ich verstehe nicht so ganz jetzt, was hier der Kontext ist. Oder heißt es, Gewissen heißt, es wäre irgendwie, das Richtige ist es irgendwie für mich zu wählen. Und das andere ist falsch. Nein. Also das ist schon meine Frage, denn zum Teil ist es ja auch bei dem Plakat, was ich dann auch gesehen habe, wählt so, wie ihr denkt. Nee, Plakat ist es nicht, das ist eigentlich aus der Zeitung. Ja, denn da ist auch viel mehr Information drauf. Es war auch ein Plakat. Auch das Plakat, ja. Wie würdet ihr das interpretieren, Wied, so wie ihr denkt? Denn das. Ja? Fabian Lengrechner. Ja. Also, ich glaube, das Plakat ist halt, spricht die klassische Strache-Wählergruppe an, die halt von den politisch Korrekten immer wieder auf den Finger gehaut wird, was sie nicht sagen dürfen und was sie nicht denken dürfen, und jetzt haben sie die Chance, denen das zurückzuzahlen. Ja, und diese Botschaft kommt genauso rüber. Das heißt, endlich ist, jetzt hat man die Möglichkeit, also jetzt kann man, also was... Ja, genau so, die schweigende Mehrheit sozusagen, aber nicht repräsentiert wird in den Qualitätsmedien. Ja, denn zum Teil war das meine Frage, ob das dann eigentlich dann auch heißt, er möchte vielleicht dann für ihn wählen, aber vielleicht macht er das nicht aus irgendwelchen Bedenken oder so. Oder ist es nicht so? Also man soll sich trauen, irgendwie so zu wählen.
ja, vielleicht auch dieses hier, jetzt erst recht, so glaubt ihnen nicht, was die schreiben und so, wir werden verteufelt, aber so sind wir gar nicht. Interessant. So in diese Richtung. Okay. Und spielt auch ein altes Heider-Plakat dann, nicht? Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist, nicht? Auch dieses Ansprechen des Kollektivs, was ja auch damals schon sehr effektiv erfolgt ist. Interessant. Aber nochmal zurück zu dem Gewissen, weil ich das wirklich spannend finde, ja? Wie das ankommt. Denn ja, ich finde es, also ich selber weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen kann, denn ich glaube, da ist sehr viel im Spiel, was ich einfach nicht kapiere, also was hier angespürt wird. Ist ja auch der Ort des Fotos ist ja auch interessant, nicht? Ja. Das ist ja das Rathaus. So, da. Ja, Claudia Gammel, schön, dass ich gerade neben der Sigi Maurer sitze. Also ich habe ja... Zwei Nationalabgeordnete da hinten. Ich war mir sicher, dass ich den Van der Bellen wählen werde und ich habe mich dann so geärgert, wie ich dieses Plakat gesehen habe, weil es ja genau das ist, was ich... Sorry, sie gerne Grünen nicht mag, wenn sie einem sagen, was man laut gutem Gewissen tun sollte, weil ich kann ja selber darüber entscheiden. Ich habe ja meine eigene Moral, weil ja die Moral in dem Fall unabhängig von einer ethisch richtigen Entscheidung wäre, weil es meine eigene ist. Und vielleicht ist das Wissen auch ein bisschen deplatziert, weil wir ja gerade am Tag nach der Wahl quasi so einen Backlash hatten gegen die Interpretation, FPÖ-Wähler sind dumm, was ich ja auch extrem... ganz eine wirklich schreckliche Erklärung findet für das Wahlergebnis. Und da ist wieder quasi, wenn du Wissen und Gewissen hast, wenn du die richtige Moral und das richtige Wissen hast, kannst du nur diese Wahl treffen. Und das finde ich ein schreckliches Messaging an die, die gespalten sind, was sie wählen sollen. Also ich halte das für höchst kontraproduktiv so eigentlich. Ist es eine Überhöhung? Also ja, also ich würde schon mal sagen, also ich glaube immer, also das, was ich kenne in den Staaten, das ist fast immer nicht so die erste Erklärung, die sind so dumm, sie wählen, also so, ja. Also ich würde eigentlich eher sagen, die sind so geärgert, also das sind also Proteststimmen öfters, also kommen gerade aus diesem Frust, also, egal, ob man das irgendwie für berechtigt hält oder nicht, also ich glaube nicht, dass es einfach so Ergebnis ist von einer gewissen, also von Dummheit, also und vor allem, wenn man das nicht ernst nimmt, also dann erst recht, ja, also dann ist es in der Tat so, dass man, nehme ich an, als Wähler das Gefühl hat, dass man nicht gehört wird, nicht ernst genommen wird und dass man dann auch insofern zum Plakat vielleicht bestätigt dann auch, also das, was man eigentlich so sehr nicht mag, also an der Politik, dass man nicht... Theresa Reiter hält schon nicht mehr aus. Ja, ich halte schon nicht mehr aus, weil ich glaube, es bezieht sich gar nicht auf unser Gewissen, sondern er sagt, er wäre nach bestem Wissen und Gewissen unser Bundespräsident. Er hat ein zweites Plakat, da steht, bitte geben Sie mir Ihre Stimme, ich werde sorgsam damit umgehen oder so irgendwas. Ja. Es geht darum, er würde versuchen, das verantwortungsvoll zu handeln, irgendwie so. Deswegen glaube ich auch das Setting, was jetzt, finde ich, nicht sehr geschickt ist, weil dunkel und irgendwie, ja, checkt man auch nicht gleich, wenn man nicht dort schon mal war. Aber grundsätzlich glaube ich, es geht nicht um unser Gewissen und wir sollen jetzt was richtig und was Falsches. Er will sagen, er wird so, was er... Ja, also ich habe das Gefühl, dass das auf beiden Ebenen so funktioniert. Also, dass es gar nicht so ist. Ja, ob es wirklich funktioniert, aber dass es so gedacht ist, also so sehe ich das, ja. Aber das wäre dann die Verbindung, also, aber ja. Bitte schön. Gut vorstellen. Hallo. Natürlich geht es um unser Gewissen, so habe ich die Vermutung. Weil... Kontext. Ich habe es auch eher verstanden mit nach seinem besten Wissen und Gewissen. Und ich glaube, das hat, spielt eher auf ethisches Verhalten an und Menschlichkeit. Also so habe ich die Kampagne von ihm verstanden. Und wie ich die Plakate allgemein eher positiv aufgenommen habe, weil die Wahlplakate grundsätzlich hässlich sind mit schieren Porträtfotos und das waren mal echt mit Sujets und Hintergrund ein anderer Versuch und ich finde auch aus dem Grund sind sie aufgefallen. Also ich, sehr kurz, also ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das wirklich so neu ist, aber bei den NEOS ist es mir das so aufgefallen, dass es wirklich ein Versuch ist, so eine etwas andere Art Branding da mit in die Politik reinzunehmen, ja, und bewusst so, nehme ich an. Und die Motivation war vor allem, was es heißt,
wir machen das nicht nach Tradition, das ist dann die Aussage, erneuern. Mhm. Und erneuern heißt eigentlich so Brand Identity. Das haben wir versucht, ja, und das haben wir in Wien ganz bewusst natürlich auf die Spitze getrieben, weil da die Gefahr war, zwischen, also in einem Lagerwahlkampf auch übrig zu bleiben. Und wo kamen die meisten Wähler her? Denn ich weiß, NEOS sind ja gar nicht so alt, ne, als Partei. 3 Jahre, ne? 3,5, hast du gesagt? Ja? Ja. Und die wären früher für welche Partei gewesen? Unterschiedlich. Zum Teil Grüne, zum Teil ÖVP, zum Teil ex-liberale Wähler gab es ja auch schon mal bei uns, zum Teil Nicht-Wähler. Also es ist eigentlich ein recht bunter Haufen, was die Hintergründe anbelangt, was unsere Wähler anbelangt, auch tendenziell besser ausgebildet, tendenziell jünger, tendenziell urbaner. Also durchaus ähnlich wie die Grünen, halt etwas anders gelagert natürlich, aber da bewegen wir uns natürlich auch in Wien, in Graz und in anderen Städten gemeinsam. Ja, und wie man ja gesehen hat, Wien war ja grün-blau, jetzt ja, zum Beispiel bei der Bundespräsidentenwahl. Mhm. Nicht? Also das gibt's ja auch diverse neue Phänomene. Klar. Hier war, glaube ich, noch eine. Bitteschön. Hallo. Ja, also das mit Gewissen habe ich anders verstanden. Ich bin Ausländerin, aber ich wohne hier schon seit 4 Jahren. Und das habe ich. Woher kommst du? Ich bin aus Argentinien. Mhm. Und ich habe das irgendwie interpretiert, weil in die Umfrage es gab wirklich viel weniger Leute, die gesagt haben, ja, ich werde FPÖ wählen. So, das für mich hat damit zu tun, dass er weiß, dass viele Leute eigentlich sich schämen und sie wissen, dass es ist eigentlich nicht okay, diese Partei zu wählen. Okay. Und er spricht an diese Leute, die irgendwie in der Grenze sind, wie, ja, ich fühle mich, dass die Politik, die repräsentieren mich nicht, diese klassische Partei, aber sie wissen irgendwie, dass dieser rhetorische Diskurs von der FPÖ sehr gewaltig ist und eine sehr schlechte Konnotation hat. Und ich glaube, das ist diese Dualität mit diesem Plakat von der FPÖ, wählt genau wie ihr denkt. Also es ist okay, so politically incorrect zu denken. Und glaubst du, das funktioniert? Also dieser sozusagen letztlich das Ansprechen, das Appellieren an die Vernunft, an das eigene Gewissen? Ich weiß nicht. Darf ich da was anfügen? Bitte. Nämlich, wenn man sich diese 2 Plakate wirklich im Vergleich anschaut, was ich interessant finde, ist, dass dieses Van der Bellen-Plakat, wenn man so liest, hör auf dein Gewissen und es ist richtig und moralisch gut, mich zu wählen, dass das dem Wähler ja gewissermaßen eine Unmündigkeit unterstellt. Hm. So ist es richtig und anders nicht. Während was, wenn man sich nur die Rhetorik anschaut, was die FPÖ macht, sie sagt, wählt so, wie ihr denkt. Also ihr seid mündig, ihr könnt es entscheiden. Natürlich unterschwellig spricht das an, ihr wollt es doch auch und traut euch und tut es. Aber die Message dahinter, und wenn man sich die Belohnung, die dann vielleicht im Gehirn entstehen könnte, anschaut, ist der FPÖ-Wähler denkt sich, ja, ich habe so gewählt, wie ich es immer wollte, während der Van der Bellen-Wähler, der vielleicht an der Kippe gestanden ist, könnte sich denken, ich habe es getan, weil es wohl das Richtige war. Es ist die Frage, wie man das dann auffasst, wenn man an der Grenze steht. Man ist einfach so enttäuscht worden durch die jahrzehntelange große Koalition. Also ich glaube, bei den für mich ist, dass das FPÖ-Plakat viel weniger Interpretation offen lässt und das mehrdeutig sein kann. Also keine Ahnung, so wie es du interpretiert hast, ist nicht das, wie es ich lese. Und da geht es vielen anders. Also gibt es wahrscheinlich viele andere Optionen auch. Und für mich hat der Spruch auch noch was. Es ist eher wie wenn ich ein, wie nennt man das, wenn man ein Gelübde ablegt oder wenn man einen Kodex hat, nach bestem Wissen und Gewissen, to the best of my knowledge. Also es hat was von, es ist jetzt kein Eid, den man ablegt, aber es ist halt für mich eine Anspielung an das. Da ist noch eine Wortmeldung, bitteschön. Ah, okay. Ja, was ich jetzt sehr interessant fand, ist einfach die verschiedenen Wortmeldungen auch zu verfolgen, weil ich das Plakat vorhin gesehen habe, ich kannte es vorher noch nicht, habe ich gedacht, genau dasselbe wie Sie, Herr Jarosinski. Mhm. Aha, okay, was will mir das jetzt sagen damit? Aber das zeigt eigentlich schon noch genau die Wirkung eines Plakates. Ich nehme es nicht lang wahr. Ich arbeite mit einem Schlagwort eigentlich nicht auf einer argumentativen Ebene, sondern auf einer emotionalen Ebene. Und das funktioniert ja bestens.
Er sagt eigentlich nichts, da hat die Dame vorher recht gehabt, nach bestem Wissen und Gewissen, das steht dann oft irgendwo als kleiner Text, wenn man ein Formular oder einen Unfallbericht oder irgendwas, irgendwelche Steuerangaben machen muss, steht da unten nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Also es sagt eigentlich nicht sehr viel aus, außer eine Phrase, aber die Phrase bewirkt subliminal etwas und zwar bei jedem was anderes. Wie gesagt, der eine, aha, das bezieht sich auf Van der Bellen, der sagt, er wird nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Das andere ist eine Aufforderung an mich, nach bestem und Gewissen, Wissen und Gewissen zu wählen. Also ich finde, eigentlich ist das jetzt eine Aussage, dass dieses Plakat, das vielleicht nicht mal so toll gelungen ist, irgendwo doch seine Wirkung hat. Und zum vorigen Plakat mit Heimat, also ich glaube fast, dass das ein Versuch ist, wenn man sich die Ergebnisse von Van der Bellen anschaut, ist auch hier die Wähler in den urbanen Räumen harter. Am Land, komischerweise oder nicht komischerweise, ist traditionell sehr wenige Grünstimmen. Ja? Und wenn ich das jetzt in diesen traditionellen Heimatbegriff setze mit Bergen, auch bitteschön unsere erste Zeile unserer Bundeshymne, Land der Berge, Land am Strome. Also, wenn ich damit spiele, ist vielleicht ein Versuch, auch ein bisschen jetzt die Wähler aus dem eher ländlichen Bereich zu gewinnen. Ja, so. Aber doch spannend, was so ein Plakat so hervorrufen kann, doch noch immer. Ja, ja, also das andere, also haben wir nicht angeguckt so schnell, aber ich glaube, das hat vielleicht auch so eine ähnliche Wirkung, gerade das Natur, aber auch nicht jetzt Berge und auch wieder so leger, irgendwie so cooler Umgang mit Natur ja auch noch, aber ohne jetzt Gewissen. Aber auch das Unsere fand ich ja interessanter. Glauben wir an unsere Kraft? Also auch hier die Sache, also von euch selbst heraus, aber auch natürlich als politische Repräsentanten natürlich auch noch, also dass da was zu bewegen ist. Aber Natur ist schon so eine interessante Sache in allen von den vielen Beispielen. Also taucht sie immer wieder auf, klar, und vielleicht auch als direkte Anspielung irgendwie politischen Hintergrund, aber neu definiert. Ja. Da gibt es gleich sehr Wortmeldungen. Ich fand das eigentlich das ambivalenteste Plakat von allen. Also eines der Hauptmotive, Norbert Hofer zu wählen, war ja, wenn man den Umfragen Glauben schenken kann, dass er einfach viel jünger war als alle anderen, nicht? Und viel sportlicher daherkommt. Und das tut ja Alexander Van der Bellen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, gerade nicht. Er wirkt ja eher schon ein bisschen müde und sowieso schon phlegmatisch von seinem Naturell her. Mhm. Und da steht jetzt die Kraft, auch ein Begriff, den man tendenziell ja nicht dort verortet. Jetzt natürlich muss Van der Bellen in Bereiche vordringen, in die Grünen bisher noch nie vorgedrungen sind und muss neue Zielgruppen erschließen. Aber die Frage ist tatsächlich, ist das noch glaubwürdig, nicht? Auch wenn da unsere Kraft dasteht, aber natürlich ist es auch seine Kraft. Bitteschön. Ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, Josef, wegen der Ambivalenz, ist was sehr, sehr Richtiges. Und Freud hatte ja diese Theorie, dass Humor und Humorverständnis sehr stark mit Kulturrelativismus und Intelligenz korreliert, da kann man jetzt positiv oder negativ dazu stehen und ich glaube, diese Plakate wollen wie ein Simpsons-Plakat sein. Sie wollen wie eine Simpsons-Folge, sie wollen für den Menschen einmal schnell hinschaut, wollen sie halt einfach klassische Politiker-Slogan sein, aber kannst du vielleicht zurückgehen nach bestem Wissen und Gewissen? Es ist natürlich schon einerseits auf einer Metaebene sehr lustig, dass Van der Bellen die Heimat spaltet. Und ich finde es halt sehr lustig, dass er bei dem größten schwarzen Fleck seiner politischen Karriere, nämlich 3 Jahre zu warten, bis er in den Landtag in Wien und damit in das Rathaus gewechselt ist, das jetzt plakatiert mit nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich bin da jetzt sehr wohlmeinend und sage, genau dieses eruptive Gedankengut in mir möchte eigentlich dieses Plakat machen. Dankeschön. Ganz hinten war noch eine Hand. Man möchte fast meinen, dass die Grünen jetzt da die ÖVP-Werbeagentur abgeworben hat, weil die ÖVP-Kampagnen sind meistens genauso misslungen und die Plakate. Und ich glaube auch, dass die Plakate in dem Sinne sicher nicht zur Mobilisierung beitragen werden, der Wählerschaft, und Van der Bellen wahrscheinlich auch nicht nur deswegen als Zweiter ins Ziel kommen wird. Ich meine, die Plakate selber sind ja, oder die Wirkung von Plakaten sind ja
umstritten, ja, weil ich meine, die Frau Kliss quasi ohne Plakate hat den starken dritten Platz eingenommen, fast ohne Visualisierung. Und die FPÖ lebt ja sehr stark durch eigentlich virales Marketing und durch Mobilisierung durch Desinformation, vor allem im virtuellen Netz. Und das ist auch meine Frage, ist nicht eigentlich die Mobilisierung durch Desinformation viel erfolgreicher in der politischen Kommunikation, als eben solche Plakate, die versuchen, positive Emotionen auszulösen und eigentlich aber in Wirklichkeit auf den Kopf abziehen? Kommentar dazu? Bitteschön. Kommt es eigentlich viel mehr auf die Mobilisierung durch Desinformation an? Ist das eigentlich in Wirklichkeit Verkopftheit, die daherkommt als Emotion, in Wirklichkeit aber nur wiederum die Bubble lustig findet? Bitteschön. Ich möchte zu dem Kraftplakat noch was sagen. Vielleicht habe ich da eine One-Track-Mind, weil ich schon wieder das vis-à-vis der FPÖ sehe, aber jahrzehntelang hat Jörg Haider einfach Potenz, Maskulinität ausgestrahlt gegen die schwachen, kraftlosen Politiker der, wie er es genannt hat, Systempartei. Und ich finde es wieder einen cleveren Schachzug, dass man das nicht einfach der FPÖ überlässt, sondern sagt, hey, Kraft, das braucht nicht, so wie es die Kronenzeitung sagt, irgendeinen Führer zu haben, weil wir sind ja alle armselige, schwache Kreaturen, die einen haben, der auf uns aufpasst und schaut, dass wir eine Wohnung kriegen und einen Arbeitsplatz, sondern wir haben selber die Kraft. Und darum, muss ich sagen, wiederum finde ich eine sehr elegante Entgegnung an die Kräfte, die halt eher bei der FPÖ zu Hause sind. Eric, nochmal zurück zu der Frage von vorher. Mhm. Ist das in Wirklichkeit nur kognitives Gelaber, das keinen Unterschied ausmacht? Geht es in Wirklichkeit um was ganz was anderes? Geht es in Wirklichkeit um die Information oder Desinformation, die gestreut wird und sehr, sehr gezielt und geschickt und sehr breit gestreut wird? FPÖ TV ist der effektivste Medienkanal, den die Politik derzeit in Österreich erkennt, nicht? Also da gibt es ganz andere Kanäle als den da. Was wären das zum Beispiel? Das würde mich schon interessieren. Also einfach verkürzte Geschichten zu irgendwelchen Dingen, die passiert sind. Facebook-Postings. Die de facto Falschinformation oder Desinformation, die Leute nämlich auch Medien glauben, verbreiten und dadurch, weil es ja wie ein dezentrales Netzwerk, das es da gibt. Und irgendwann nämlich auch die reale Welt überschnappen, wenn die Medien darüber berichten. Ja. Also das ist viel effektiver und viel in Wirklichkeit besser gemacht als alles, was da diese intellektuellen Grafiker sich so ausdrücken. Das heißt wirklich so Geschichten, die weitergegeben werden. Ja, okay. Van der Bellen versucht ja quasi ein klassisches Reframing hier, ja. Nämlich seiner Vita, seiner Herkunft und auch der Partei und seiner Wahrnehmung nach außen darzulegen, ja, und sich wählbar zu machen für eine breitere Schicht. Und das klappt aber durch diese paar Bilder nicht, du müsstest ja quasi die Geschichte dazu erzählen. Das tut er ja überhaupt nicht in dem Sinne, weil der Wahlkampf an sich das diese Breite nicht hergibt bei ihm. Ja, und die FPÖ ist da viel präziser und viel einheitlicher in ihrer Botschaftendesign. Also ich nehme an, die Van der Bellen-Leute also wissen selber, also dass so ein Plakat also nicht richtig mobilisieren kann. Also was sind die anderen, was ist die Strategie an sich? Also ich nehme an, also es sind nicht nur also, FPÖ-Leute, die irgendwie auf Facebook da schon mal Wert legen. Und man muss das natürlich auch, nehme ich an, von der anderen Seite hier auch erkannt werden. Also wie wichtig das ist im Wahlkampf? Oder ist es so, dass es nicht effektiv genutzt wird, also von anderen Parteien? Was ist Ihr Eindruck? Da ging eine Hand in die Höhe? Oder nicht? War keine Hand? Sigi Maurer sitzt noch im Publikum und schweigt und hört zu. Ja, ja, ist, ja.
alles gar nicht kommentieren. Ich finde es also sehr amüsant und interessant, was man so alles reininterpretiert. Und ja. Naja, ich meine, es ist, also gerade das Wissen und Gewissen Plakat zielt ganz eindeutig auf das Amt ab und auf die Diskussion, die im Rahmen im Vorfeld und insbesondere auch auf die 29er Verfassung abzielt, auf die autoritären Kompetenzen, die der Bundespräsident tatsächlich hat. Also wie man da irgendwie auf die Idee kommen kann, das ist Wählerinnenbeschimpfung, verstehe ich nicht. Aber ja, also es ist sehr lustig, euch zuzuhören. Es ist wirklich eine sehr andere Welt. Gibt es sonst noch Anmerkungen oder Kommentare zu den Plakaten oder zum Political Messaging im Wahlkampf generell? Eric. Soll ich jetzt ein Schlusswort haben? Naja, also ich bin eigentlich erstaunt, dass da so viele Meldungen kamen. Also habe ich ja nicht erwartet, dass wir dann so ins Detail die verschiedenen besprechen. Denn ich selber betrachte das so, so kleine Stichproben, also wie versucht jetzt ein Kandidat, wie mal schon mal ein Message dann zu verbreiten. Und was mich interessiert dann praktisch ist es, nicht so richtig die Frage, wie effektiv ist jetzt diese Werbung oder so, dieses Plakat, sondern was tut die Sprache, also dieser Diskurs um sich, also um die Politik an sich jetzt gerade. Also das heißt, wir haben hier stichprobenweise einige bestimmte Beispiele, aber zum Teil ist die Frage, also die jetzt auftaucht in den letzten Monaten, vor allem kenne ich das von der deutschen Presse, aber ich nehme an, hier ist es auch, wie vorhin erwähnt, Thema, dass der politische Diskurs an sich dann sehr geprägt wird, also eher von der FPÖ und dass man die Themen und dass man auch den Wortschatz und dass man auch die Rhetorik irgendwie entweder übernehmen muss oder hat man das Gefühl, dass man direkt irgendwie diese Begriffe ansprechen muss. Aber auch einfach mal, glaube ich vor allem, was ich wahrgenommen habe, das Gefühl, also das war heute, glaube ich, in den Schlagzeilen, also Titelseite von der Zeit, was war es nochmal, also FPÖ ist jetzt irgendwie offiziell eine Volkspartei oder sowas. Und ich weiß nicht, was es jetzt bedeuten soll, also wann man den Begriff verwendet oder wann nicht. Aber ich glaube vor allem, was man von außen betrachtet, wenn man kein Strache-Freund ist, ist die Befürchtung, dass Begriffe, Rhetorik, eine Ideologie aus einer rechten Lage sich so etabliert und so salonfähig wird, dass es auch nicht mehr so richtig auffällt, ja auch. Und dass es ja nicht bloß um das eine Plakat oder das andere geht, sondern wie man über Politik an sich irgendwie spricht. Ja? Und ich selber bin ja sehr vorsichtig bei solchen großen Diagnosen, aber deshalb fand ich es schon sehr interessant zu sehen, wie geht man als Betrachter gerade mit so einem kleinen, also spezifischen Beispiel um. Also ist natürlich klar, dass die auch mit dem einen Begriff ganz groß, also wie vielen verschiedenen Bedeutungsebenen da im Spiel sind. Also und das interessiert mich, also als so alten Prof, also in Hinsicht von was sagt es eigentlich aus für größere politische Entwicklungen? Aber mobilisieren oder strategisch, ich glaube nicht, dass einfach diese Beispiele so viel Bedeutung da haben. Die ich gefragt habe, wie das sich dann weiterentwickeln wird, also wenn man nicht will, dass das Rufer gewählt wird, es heißt Organisation, also und klassisch. Also eine Antwort, die ich heute bekommen habe, war einfach, die Gewerkschaften werden sehr wichtig sein. Also klassische Gruppierungen, die jetzt mal sehr pragmatisch und klassisch irgendwie vernetzen und
und sich mobilisieren. Die allerdings Runde 1 ausgelassen haben. Aber ob das wirklich so der Fall ist, also weiß es nicht. Also ich selber weiß nicht, ob das nach einem gewissen Erfolgsgrad oder so, wenigstens kenne ich das, also in den Staaten, man spricht von Inevitability, ja, also dass das, es wird jetzt so sein, dass Trump jetzt gewinnt oder Clinton gewinnt. Und je mehr, dass man das irgendwie ausschreit, diese Botschaft weitergibt, also desto erfolgreicher kann man dann auch sein. Mhm. Ja? Oder auch, wie das heißt, in den Staaten, man muss ja presidential sein. Ja? Also so wirken, als wäre man schon in dem Amt. Denn das stärkt natürlich auch diesen Eindruck, also von Inevitability. Ja? Ich bin eigentlich schon im Amt, natürlich, also werde ich gewählt. Und insofern finde ich es auch natürlich interessant, dass mit dem freundlichen Gesicht oder hier auch natürlich versucht, das freundliche Gesicht. Denn das sind natürlich einerseits, wie gesagt, begrenzte Wirkungen, also von Plakat und von bestimmten Zielgruppen. Andererseits ist es natürlich immer diese Verbindung zwischen Ideologien und politische Programme und Wahrnehmung, die natürlich sehr gefärbt ist, gerade von einer emotionalen Wahrnehmung. Aber ich glaube selber, dass sie nie so richtig zu trennen sind und dass es ein Fehler wäre, dass man glaubt, dass man es machen kann. Theresa Reiter kriegt Lokalverbot nach dem heutigen Abend. Ja. Ja. Eine ganz kurze Sache noch und dann würde ich es gern zumachen. Bitte schön. Wenn wir über Political Messaging sprechen dieser Tage, komme ich nicht umhin, um nach einem Satz zu Justin Trudeau zu fragen. Außerdem ist es ein schönerer Abschluss als FPÖ. Wir lieben Justin Trudeau. Wir lieben Justin Trudeau wirklich. Ich würde auch gerne referenzieren auf ein Foto, das er gerade gepostet hat, weil das, glaube ich, ein sehr kurzes Beispiel ist, aber das kriegt man, glaube ich, so schnell nicht darauf. Also lasse ich es. Einfach nur einen Satz zu Justin Trudeau zum Schluss. Danke. So ein starker Brand, ja, das stimmt. Ja, also also der ist ja schon einer, der jetzt also einen riesigen Erfolg da hat, also in den Staaten ja auch in der Wahrnehmung. Also gilt jetzt das irgendwie Kanadas JFK, also so wird das ein bisschen gehandelt, klar. Ich kenne mich so wenig aus mit der kanadischen Politik, um zu sagen, also wie das denn so weiterentwickelt, aber ich nehme an, in bestimmten Aspekten hat es etwas Obama-mäßiges an sich. Also ich meine jetzt von den ersten Jahren von Obama vielleicht. Also Hoffnungsträger irgendeiner Art. Also natürlich in verschiedenen Hinsichten. Also, aber Generationen, also klar, aber auch gleich Tradition. Also jung, klar, aber mit Tradition. Also sehr viel spielt da schon mit. Und natürlich die Kameras, also von denen, was ich mitkriege, also sie lieben ihn ja auch. Also es wird ja schon natürlich, spielt ja schon eine sehr wichtige Rolle. Aber ich weiß ja nicht, wie er Wahlkampf gemacht hat, ehrlich gesagt. Also, ja, also ich will nur ganz kurz präzisieren. Es geht mir jetzt ganz speziell ums Political Messaging, weil auffällt, dass er eine andere Sprache verwendet. Also er geht sehr weit weg von dem Ich. Er geht sehr weit weg von irgendwelchen Macht- oder Kraftausdrücken, sondern viel in einem Wir gemeinsam. Und das ist normalerweise oder zum Beispiel in Österreich ein Zeichen von Schwäche oder ein insgeheimes Zeichen von Schwäche. Bei ihm funktioniert es aber offensichtlich trotzdem. Er macht das auch in Fotos zum Beispiel. Er steht immer im Hintergrund, er stellt andere Leute in den Vordergrund und praised quasi Leute. Und ich frage mich, wie das funktioniert oder warum das funktioniert. Und auch sprachlich eben. Okay. Ich könnte jetzt nur leere Worte sagen. Also, ich glaube, auf eines können wir uns einigen, es ist bloody well done. Ja? Also ich glaube, es ist einfach wirklich gut produziert. Ob jetzt die Erklärung des Quantencomputers oder andere oder die Yoga-Pose nicht. Ich meine, es ist einfach hervorragend produziert. Das ist, glaube ich, das Tip-Top. Ja, also ich glaube, ich sage das bloß, da ich jetzt
vor zwei Tagen in London war, unter Leuten, die so Branding machen, ja, und es ging um Algorithms, ja, also das heißt, natürlich der neuesten Technik dann schon mal Kunden zu kennen, ja, und irgendein Vertrauen da aufzubauen, ja, zu Marken, zu Brands. Und es ging immer eigentlich darum, also gerade um das Gesicht also, der Firma, die Inszenierung, die Sprache, die Personifizierung sehr stark. Und natürlich ist das irgendwie schon das richtige Gesicht, aber ich glaube auch, diese Kampagne und er selber geht ja auch als cool, also cooler Politiker ja auch noch. Und Canada ist hip. Also laut New York Times. Und das spielt da schon mit, also auf jeden Fall. Ich würde gerne schließen mit dem Thema Inevitability, weil das ja von dir angesprochen worden ist, nicht, das war ja auch Hillary 2008, die Inevitable Candidate, und ist es dann doch nicht geworden. Mhm. Ich möchte jetzt nicht Hillary mit Norbert Hofer gleichsetzen, aber ich tue es doch am Schluss. Es ist nicht unvermeidlich, dass Norbert Hofer am 22. Mai Bundespräsident wird. Ich glaube, ich brauche jetzt niemandem sagen, was er dazu tun kann. Wir glauben an den mündigen Bürger und die mündige Bürgerin. Aber ich hoffe, wir tun alle unseren Teil dazu. In diesem Sinne einen schönen Abend, alles Gute und vielleicht geht es noch ein oder andere Gespräch bei einem Bier oder einem Wein aus. Dankeschön und bis zum nächsten Event im NEOS Lab. Danke, Eric. Danke. Danke.